So, dann würde ich sagen, Enzi, jetzt geht's los hier auf Mirajo. Also als CT spiele ich Asset, A-Anker. Ich war davor Kurzspieler. Ich war Kurzspieler zuvor und mir hat es so nicht gefallen. Also uns allen hat es nicht gefallen, wie so die Kommunikation in der Mitte ist und so. Und dann habe ich mich aufgeopfert und habe gesagt, ey komm, ich bringe den IGL kurz, also No Rules. Ja. Könnt ihr da ein bisschen mehr quatschen und reden. Und ich versuche dann den Spot hier A zu ankern und mit Aiming ein, zwei Leute mal rauszunehmen. Und das klappt halt eigentlich gut seitdem auf Mirage. So, Mirage ist eigentlich besser geworden. Letztens gegen Mockets war es sehr schlecht. Okay. Aber das war ja so ein Ausnahmeding. So gegen Kuwana haben wir zweimal Mirage gewonnen. Auf Default zum Beispiel, also im Standard auf Mirage, so was eigentlich alle A-Spieler machen, gegen Rampenmolo. Es gibt viele verschiedene Variationen davon. Ne? Du kannst den hier machen, damit die AWP beim Crossen hier brennt halt. Es gibt den hier, damit die AWP dich nicht crossen sieht. Ah ja. Dann gibt's den hier, womit du pieken kannst. So, den schmeißt du ganz links in die Ecke, damit die höhere Flamme halt links ist. Ja. Gehst du hier reinpieken. Dann gibt's den hier. Läufst und Fremdfloß den hier. Der landet dann ein bisschen weiter draußen, weil es gibt Teams. Es ist so eine Meta zurzeit von Mousebots, dass du die Rampenmolle löscht und dann halt um die Smoke hier so spielst. Ja. So, ich weiß nicht, ob es auf niedrigerem Niveau auch so ein Ding ist. Ich gebe ab und zu die Smoke, damit die hier trotzdem brennt und dann nicht so rausspielen kann, weißt du? Ja, ja, ja. So, das ist halt cool, wenn du halt merkst, dass der Gegner das macht. Dann, was ich gerne spiele, sind so Engels wie die hier. So, ich gehe in irgendeinen so All-In-Engel, versuche einen rauszunehmen, smoke mich hier so ein, spiel so um die Smoke. So, auch auf Cocky halt, das klappt immer gut am A-Spot. So, wenn du dich einfach untold stellst und dir so 40 Sekunden lang diesen Engel hältst, wie alle anderen A-Spieler, es wird halt nichts. So, welche Posis ich gut finde, du kannst hier spielen, musst halt mit deinem Con-Spieler kommunizieren, so dass Rampe raus kann. Wird der immer noch Robs Angle genannt oder so? Oder? Genau, das ist Robs. Ja. So, hier stellst du dich einfach hin, aims Palace, weil es ist so common, dass immer einer Palace ist. Ja. So, mittlerweile ist fast jede Runde einer Palace. Das nennen wir Russenart. Okay. Ich meine jetzt, so dass einfach Triple Hide ist, einfach mal so 40 Sekunden lang gefühlt nicht peaks und dann auf Timing einfach full wide swingst. Okay, okay, okay. Oder hier so jiggelst, so das ist auch stark, kannst dich auch immer löschen, wenn die dich malen. Es gibt Off-Engels, wie dieser Nico-Engel hier. Du kannst dich hier hinstellen, diesen Engel spielen. Du kannst auf Ninja gehen, diese Engels bespielen. Was für, so, wenn ich wenig Util habe, was als A-Spieler auch schon oft passiert, weil du halt immer ein Mollo holen musst. Ja. Und dann eine M4 holen musst, CT-Economy kacke. Mollost du hier, gehst direkt in den All-In-Engel. Einfach Resandwich. Ja. Dich einfach die ganze Runde hier chillen. Wenn sie A kommen, versuchst du so zu jokern, sodass du den Palace einfach droppen lässt. So, der Palace droppt. Du siehst hier Trampe-Feel. Versuchst, Multikills zu machen. Was du mit viel Util machen kannst. Und wenn du merkst halt, dass deine Mates Mitte aggressiv oder B aggressiv spielen, auf Retake spielen, kommst du hier rum, kannst entweder Full Death gehen, oder was ich gerne mache, ist diese One-Way-Smoke hier von Boomage. Hast du dann hier so ein One-Way. Ist auch ganz cool. So, gibt viele Free-Frags, weil wenn die Leute draußen sind und so viel passiert im Teamspeak, callen sie oft nicht diese One-Way-Smoke. Und dann kommt der arme dritte oder vierte Spieler und hat halt keinen Fokus und stirbt dann. So, das sind halt Free-Frags, die du mitnimmst. Wenn du abgesmockt bist und jetzt zum Beispiel Info-Jumps, gehst du einmal dann offensiver, wenn du nicht die One-Way spielst? Also wenn die CT-Smoke liegt, was machst du dann? CT? Ja. Also es gibt da so diese CT-Smokes, entweder so hier eine Gap oder du hast hier eine Gap. Ja. Und ich versuche einfach, die Gaps auszunutzen. Also wenn ich sehe, hier ist die Gap, ich halte dann einfach den Default-Planter, versuche hier zu spammen, hier mollen. Dann vielleicht läuft der Ninja raus hier durch die Gap. Und wenn ich sehe, dass sie sich schlechte CT-Smoke schmeißen, versuche ich nicht hier hochzugehen und All-In zu fighten. Ja. Sondern sie spooken CT und du bist wirklich einfach nur so, also die liegt ja nicht so, aber du bleibst dann einfach hier stehen und hältst Palace. Ja. Du machst nicht gegen Rampe, weil hier wird gespammt. So dieses Spam-Engel ist der hier, so Richtung hier, und du kannst immer, hier siehst du, wo das so weiter runter geht. Ja, ja. Du kannst hier stehen bleiben und die ganze Zeit Palace halten, wenn die CT Smoke liegt. Okay. Weil der Engel wird echt wenig gespammt. Okay, krass. Du hältst hier, hältst Palace. Was kannst du machen? Sieht eigentlich auch ziemlich offen aus, aber das macht der Unterschied, dass du dann Viertelmeter oder sowas weiter hinten stehst. Genau, so der Engel. Also natürlich können sie auch hier spammen, aber es ist immer kommen, dass man so hier diesen Engel erwähnt. Wenn man hier jumpt, wenn man hier bangt, dann bangt das Holz hier. Das bringt dir schon viele Free-Frags. Was du auch spielen kannst, aktiv Mitte. So als A-Spieler heißt es nicht, dass du jede Runde A starten musst. Sagst du deinem Con-Spieler, ey, lass mal Doppel-Con-Game. So, dann zeigst du am Anfang der Runde schon ein bisschen Präsenz so. Machst zum Beispiel hier die Smoke. Den Mollo, gehst hier rein, smokest tief Rampe ab und dann gehst du einfach Recon mit. Ja, das ist smart.
Weil dann holst du viel Zeit raus, weil die denken, einer ist close oder so, ne? Genau, die denken, du takst Rampe. Ja. Vielleicht versuchen sie es im Optimalfall noch zu retaken und du hörst das. Ja. So, dann kannst du davon ausgehen, sie sind zu zweit vor A. Aber sonst gehst du halt einfach Con. Dein Con-Spieler ist irgendwo, du kannst einfach auf entspannt hier Joker spielen, Heiden. Ja. Oder ihr lobert die Smoke, geht Info holen. Ihr seht Mitte nichts, bleibt einer Mitte. Kann er hier bleiben, dieses coole Setup. So einer Window, was halt oft weggesmoked wird. Deswegen machen wir das so. Die eine Rifle hier. Mhm. Jiggle-Basis, wegen AWP. Und der andere hier. Und hält OG. Das ist ein cooles Setup. Dann kann die AWP einfach CT schieben. Mhm. Die erhalten. Du hast Mitte full und die zwei B-Spieler können einfach am Spot zusammenspielen. Cool. So. Also du bist nicht nur gezwungen, jetzt die ganze Zeit CT zu spielen, sondern kannst ja auch mal Richtung Con gehen. Das finde ich cool. Weil, wenn wir jetzt da zurück zum Faces gehen, weil das ist ja alles ein bisschen Teamplay, was du da sagst, oder ich sag mal, so ein bisschen Anführungszeichen strukturierteres Faceit 5er, da wird man ja sehr oft geflamed. Was würdest du nur raten, wenn jetzt einer Faceit spielt und den A-Anker spielen muss? Weil du hast ja schon ein paar Plays gezeigt, aber so allgemein, muss man da eher defensiv spielen und da, oder halt, ich sag mal, die Cocky Peaks nehmen, die du jetzt da gemeint hast? Oder kann man da auch mal Con gehen? Weil die Leute flamen dich ja, wenn da irgendwie einer rausläuft. Ja, also wenn du Randoms hast, die Con spielen, dann würde ich dir nicht empfehlen, mit dem Con zu gehen. Wenn du im Fünfer spielst, natürlich, wenn du dich mit der Mate absprichst. Ja. So, was ich als Faceit A-Side-Spieler mache, ich mollo, ich nade. Wenn ich Fullby hab und die Gegner auch im Fullby, dann mache ich den hier, sehe nichts. Mhm. Was ich gerne mache, ist so ein lustiger Play, den hat Monisi gezeigt, ist hier in die Ecke. Ja. Machst den. Und dann hörst du an, als würdest du runterdroppen. Ach krass. Genau, dann gehe ich hier Palace rein. Das ist der Common Angle. Der Angle wird nicht so oft geklärt, deswegen spiele ich den als T gerne. Mhm. Einfach hier halten und rechts den Schlitz halten. Deswegen hard clear ich das auch immer. Du das machst dich im Faceit, dann hast du direkt Full Info. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass das einen Sound anders macht. Ich hab gedacht, hey, der jumpt doch nur jetzt aufs Holz, habe ich mir gedacht. Nee, das ist so ein Sound. Auf dem Faceit wirklich immer hier so, wenn du eine M4 hast, hier, wenn die Gegner Deagles oder Tech-9s haben, empfehle ich da nicht close zu spielen. Wenn sie Lowbuy haben, was sie gerne machen, im Faceit 4er Palace Drop mit Tech-9s, Flashen rüber, so kennt jeder. Gegen schlechtere Waffen spiele ich gerne Triple. Kann ich immer so einzelne Picks holen. Mhm. Oder du spielst halt Ticket, den Jumpspotter. Siehst, ey, die Flächen über Palace, da gehen Rampe raus. Kannst Tetris malen. Einfach mal so auf Kills gehen, wieder runter und dann weg auf die Free-Take spielen. So, das ging Half-Buy. Ging Half-Buy halt immer gucken, dass du safe spielst, damit sie keine Waffen kriegen. Mhm. Weil sie haben, im Retake haben sie halt eh keine Chance mit den schlechten Waffen. Ja. Und wenig Util. Ja. Und gegen Full-Buy würde ich halt immer gucken, dass ich Crocky spiele. Würdest du sagen, Mirage ist so. Ja. Mirage ist. Ja. Kontrollierst du Mirage so ganz gut oder ist es eher so eine Map, wo du manchmal so ein bisschen Probleme hast? Ich habe als A-Side-Spieler viele Probleme, weil im Faceit, auch im Team, ist es oft so, dass die Gegner Heavy so Mitte anfaken oder Mitte Late Retake faken und so ein Stuff. Ja. Dann ist dein Con-Spieler halt gezwungen, Fokus hier auf Mitte zu haben. Und dann ist es halt so, dass einer Palace und zwei Rampe kommen oder zwei Palace, eine Rampe. Ja. So, das sind halt Situationen, wo du wirklich einfach entspannt bleiben musst, was halt nicht leicht ist. Als Anker, du siehst hier zwei da in die Flächen, hier fliegt die halbe Welt rum. Mhm. Du musst halt einfach cool bleiben und deine Aimfights gewinnen. Mhm. Im besten Fall killst du einen, aber meistens machst du halt einen bis gar keinen am A-Spot. Also wirklich, das ist halt Anker schon sehr schwer, wenn sie versuchen, Argo zu machen. Wenn du mal drei Leute machst und auf Movie hier Triple und so ein Scheiß, das ist alles möglich. Geiles Gefühl aber dann wirklich, auch als Anker. Ja, safe. Aber dein Job ist es wirklich als A-Side-Anker, entweder Zeit rauszuholen, ich spiele auf Retake, oder wenn du irgendwo schon am Spot stehst, auf Default oder unterholst, mach wenigstens einen und hol ein bisschen Zeit raus. Mhm. Töte den ersten, smoke dich ein, spiel um die Smoke, versuch die Gegner denken zu lassen, dass du nach unten bist, hol ein bisschen Zeit raus und spiel halt Cocky. So wie eine Schlange, würde ich sagen. Halt. Einfach um den Spot halt. Okay. Tötest hier ein, gehst hier wieder Unterholz. Immer um die Smoke spielen. Also um die Smoke spielen mache ich viel. So dass viele haben die Smoke nicht, weil sie nach ihrem Rampe-Mollo halt direkt Rampe smoken, was man halt eigentlich sich sparen kann. Ja. So, dann warten sie die Smoke ab und machen danach ein Argo. Ich behalte sie, smoke mich auch oft hier mit Zeit ein. Geh hier hoch. Auch den hier halt Stairs. Schlangengaming auf A-Side. Einfach wie eine Schlange am Spot. Finde ich gut. Weil ich habe ja auch angefangen, ein bisschen Solo-Queue zu gamen oder wenn ich mit Kenji spiele, will ich nicht der Typ sein, der sagt, hey, wir spielen Mirage nicht, weil ich das nicht kann. Aber ich gehe halt gern auf einen A-Spot, weil ich es halt lernen will, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist echt der schwerste Spot geworden. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, entweder. Ja, schon. Also im Faceit ist schon wirklich sehr schwer, weil die starten so oft 3A oder 4A im Faceit, weil die einfach alle lurken in der Rampe. Ja. Das ist manchmal richtig unpredictable im Faceit. Ja. Im Team ist es entspannter. Weil du auch auf deine Flash-Supports und auf deine Ava redieren kannst. Du hast Mate, mit dem du auch mal Rampe tief einnehmen kannst oder Setups hast am A-Spot. So im Faceit muss dein Con-Spieler Con bleiben. Geht nicht anders, das ist das Faceit. Mhm. Und der Phoenix hier am Start gewesen. Einfach A-Side-Demos von Phoenix schauen. Underwood MP9.
Was würdest du sagen? MP9 oder dann eher Deagle? Was würdest du sagen für dich? Kommt auf die Pose an tatsächlich. Ja. Also auf dem A-Spot lieber MP9. Wenn ich aber kurz gespielt habe, habe ich lieber Deagle gehabt. Ja. Für die Long-Range-Fights hier immer so. Aber A-Spot MP9, safe. Okay, aber jetzt noch eine Frage, weil du wegen Sense wurde gefragt, ne? Wie bleibst du so consistent? Hat das was mit deiner Sense zu tun? Ich glaube, du bist sogar jemand, der seine Sense changed so sehr oft. Ja, also ich bin einer, der wechselt seine Auflösung schon fast täglich, seine Sense auch schon fast täglich, seine DPI auch schon täglich. Kommt halt auf den Tag an. Also, es gibt Tage, wo ich nicht wechsle. Es gibt Tage, wo ich in einem Match 8-mal wechsle. Ich mache das halt schon immer, seitdem ich CS spiele, deswegen ist es in Ordnung. Consistent Changer. Natürlich, genau so. Bei mir ist es halt so, ich habe so 6-7 Settings, mit denen ich schon immer spiele. So eine Auflösung und Sense-Mix, die ich schon so ein Muscle Memory aufgebaut habe. Ja, okay. Also ich spiele halt einen Tag dann die Low Sense und am anderen Tag fühle ich die High Sense und dann den einen Tag fühle ich eine Zweier Sense und spiele dann halt die. Also bei mir ist das wirklich Feeling. Weil Arrow ist ja sozusagen das Gegenteil. So, ich bin auch so eher so Team Arrow, wenn es um Changes geht. So 2 Jahre selbe Sense und dann, boah, mal ist Crosshair geändert nach 1,5 Jahren. Ja. Die Welt ist komplett neu, so. Ja, krass. Und Crosshair Change? Ja, Crosshair auch immer. Also alles, ich change alles. Weil es gibt, ich change sogar diese Farben, die unten am HUD sind und alles, ich change alles. Ich glaube wirklich, das ist eins der meistgestellten Fragen, wenn es um Coaching geht oder wenn die Leute in den Stream kommen, wie finde ich meine richtige Sense? Was würdest du sagen? Es gibt da so einen alten Trick, den ich cool finde, wo du halt einen Bot hinstellst und von links nach rechts. Mach mal kurz halt auf Server. Crosshair. Dann machen wir mal hier. So. So. Und dann läufst du hier unten Mitte, ja. Versuchst halt mit deinem Crosshair auf dem Kopf zu bleiben. Okay. Während du links, rechts läufst. Wenn du merkst, du overflickst, ist es dann zu schnell und wenn du zu langsam bist, dann kommst du halt nicht hinterher und musst höher machen. Natürlich gibt's, wenn du eine 0,5er Sense reinmachst und nur auf dem Kopf bleibst, weil du deine Maus nicht bewegen musst, ist ja nochmal was anderes. Aber du musst dich auch mit der Sense wohlfühlen. Du suchst halt eine Sense, womit du dich wohlfühlst und guckst, ob du ein bisschen weiter hoch oder ein bisschen weiter runter gehen musst. Also es ist wirklich so, dass es gibt, ich denke, das ist halt sehr individuell, weil die Leute immer fragen, Fresh, du musst mir jetzt einen Tipp geben, wie man die Sense richtig einstellt und wie es geht. Dann, ja, es kommt drauf an, wie oft changest du deine Sense so. Oder manche Leute, ja, müssen das wahrscheinlich tun, ne? Ja, mach weiter mit den Changes. Change öfter, kann man auch mal sagen, ne? Teste einfach aus. Man muss halt einfach wissen, was man für ein Typ ist. So verrückt eigentlich. Ja, so Doc zum Beispiel, dieser Streamer Doc, so der changed ja auch von 1,4er Sense bis auf 3er Sense. Den hat ich. Und der kommt auch klar damit, der ist auch voll der gute Drücker. So, es ist einfach Spielertyp. Es gibt Menschen, die wechseln ihr Crosshair und sagen, es geht nichts mehr rein, ich muss das alte spielen. Es gibt Leute, die halt gar nicht changen können. Ja. So Luke zum Beispiel. Ja, ja. Ich kenne ihn seit 2020, der spielt dasselbe Crosshair. Ich krieg schon von seinem Crosshair Kopfschmerzen. Ich will bei ihm anderes sehen. So, mich nervt das halt, wenn ich dasselbe Crosshair habe. So, CS wird mir langweilig, wenn ich dieselbe Auflösung und dieselbe Sachen die ganze Zeit spiele. Ich brauche so frischen Wind halt immer. Und deswegen macht es dann halt auch so in einem Game halt direkt einen Unterschied, dass ich dann auch mal viel, viel besser reindrücke, weil da die Sense irgendwie besser sich anfühlt.